Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deinem Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Deltarune. Bevor es zum Endboss geht, gibt es noch etwas zu tun. Hier im Aufzug, im Kartenschloss, gibt es im Gefängnisbereich ein Fragezeichenort. Und hier ist eine Tür. So lonely, yes. That lovely visitor standing inside. Who are you, Pew? Nice to meet you, I'm Ross, and this is Chris, and so what the hell are you doing there? I'm innocent, I just wanted to play games. But the Burrow kids found such fun to be trapped. As punishment, they crave to imprison my body. Fast, clever. They lost the chase and locked up their entire race, building a prison around the whole world. Now I am the only free one. Free, but you're clearly the one behind the bars. Things don't seem such from here, Lightness. Well, it sounds like you don't need any help then. But if I'm so, I grow lonely in my little freedom. So shall you play a game with me? I show you what it means to be free. Yeah, find the key and I let you be free. The key is hidden from the eyes. The old shopkeeper knows the secret. Der alte Typ vom Shop, an dem die erste Folge geendet hat. Wirklich. Stimmt, hier gab's was. Lol, ein Rätsel. Order from the room in the card castle. Fuck. Es gibt, ich glaub irgendwie es war... Nee, das kann man gar nicht umsetzen. Doch. Was scheiße, es gab vier? Okay, das kriege ich nicht hin. Ne, sorry. Tall. Strange prisoner. What are you talking about? Prisoner with an odd manner? No, you couldn't possibly be talking about him. I see, after all the trouble I went through to lock him up, you want to release him. Now that you mention, could be troublesome if you was left alone. Yes, perhaps it's better if you heroes dealt with him now. After all, it's not as if whatever happened will matter in the end. Perhaps a little chaos might be fun. So then take this. If you're so glad, find the other two pieces and get someone to fix them. Walk where the stars don't shine. Scheiße, ich weiß nicht mal. Ich dachte, ich brauche nur das eine Stück. Wo die Sterne nicht scheinen. Hier links. Jedenfalls der Beschreibung nach muss es. Ja. Die Truhe habe ich ja sogar schon mal gesehen. Breakfall. Autsch. So. Der Final Boss kommt vermutlich erst in der nächsten Folge. Broken Keyboard. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich weiß, wer der getroffen kann. Out.
wenn ich das umstelle. Easy. Jetzt habe ich alle Teile und jetzt geht's zurück zum Card Castle. Obwohl, ich rede kurz vorher nochmal mit dem Shopkeeper. Der Tipp von dem Typen ist übrigens Bullshit, aber... Jetzt wird's wirklich spannend. Denn jetzt geht es zum Secret Boss von Deltarune. Der stärkste Gegner im Spiel. Leute, wisst ihr, das war alles Absicht. Ich habe so ein Talent, wenn ich einen kaputten Schlüssel habe, kann ich damit trotzdem was aufschließen. Und es gibt die Möglichkeit, Pazifist zu sein. Das Problem ist, in einem Genocide Run ist dieser Bosskampf halt deutlich leichter, so wie das da stand auf der Internetseite. Das ist wie ein Secret Boss in Undertale, den ich nicht gezeigt, aber mal privat vor 2 Tagen, glaube ich, selber gezockt habe. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es laufen wird. Ich rechne damit, dass ihr gleich eine Timelapse nachgeht. Also bei Kampf. The key. Marvelous Fun is about to break free. You want to let yourself outside? Los geht's. Da ist es. Visitors, now we can play. And after you, I can play with everyone else too. So what are we playing exactly? Oh, just a simple number game. When your HP drops to 0, you lose. So that's kind of game you wanna play, huh? Then I gotta warn you. You're dealing with a couple of sharks. Shark to shark, I wouldn't hit it any other way. Now let the games begin. We'll be right back.
We'll be right back.
going on? Thank you.
Ja! Bin wieder da. Puls 8 Millionen. Hey, what fun. Your fast as strong as strong. But get faster, get stronger. The hand of the night is drifting forward. Soon the queen returns and hurls raw bubbles from the dead. Lighten us, can you stop it? Leave away a mischief, a chaos. Lighten us from inside your little cell. Take me and do your strongest. Devil's Knife ist jetzt bei meinen Waffen. Alter Puls, 8 Millionen. Das Devil's Knife. Man bekommt von diesem Typen andere Waffe, je nachdem wie man ihn bekämpft. Das ist das krasseste bei dem Ding also. Das senkt von dem Rootbust. Alter, das ist echt nicht schlecht. Das senkt vom Rootbuster die Kosten. Boah. Wenn man den im Pazifist besiegt, bekommt man übrigens eine Rüstung für Susi. Ja. Dann, ihr seht es gleich weiter. Ihr seht gleich noch ein paar Easter Eggs. Ich mache eine Pause. Ich dachte, das wäre nicht vorgegeben. It's a beautiful day outside. Birds are singing, flowers are blooming. On days like these, kids like you should be burning in hell. Ja. Erstes Easter Egg hätten wir damit schon mal. Kommen wir gleich zum zweiten. Chris, is everything alright in there? Chris, what are you doing? You did not put a bath bomb in the toilet again, did you? Chris, if anything bad happens, you are paying for the plumbing bill. Ich guck mal, ob es noch weitergeht. Ich glaube nicht. Hallo. Ihr seht mich jetzt vermutlich und haltet mich für dumm. Aber nee. Wer ist jetzt dumm? He is behind the tree. Er ist hinter dem Baum. Ich weiß. Well, there's a man here. He offered you you received an egg. Ich habe ein Ei erhalten. Jetzt ist da niemand mehr. Warum ist denn der Raum hier kaputt?
nächstes Easter Egg gezeigt. Dann kommt normalerweise Javel als nächstes. Hey, diesmal sieht das sogar echt nicht schlecht aus. Okay. Eigentlich hätte es gut sein können, aber sie haben es verhauen. Das werde ich vermutlich auch reinschneiden, weil es dieses Mal ja einen richtigen Kampf gibt. Autsch. Der scheint ich glaube, Lancer töten klappt nicht. Oh, kacke, ich habe was versehen, Susi angegriffen. Autsch. Enough, enough already. If you hit him anymore, you might really hurt him. Lance, are you okay? I'm fine, Susie. My insides are just a little mixed up. Alright, fine, you guys win. Okay. Alright, alright, enough already. Fine, I guess I go back being good guy. Wow. Play. Ich bin begeistert. Ich brauche einen Heal Prayer. Das bin ich immer gespannt. Viel aus, von dem man keine Ahnung hat in dem Spiel. Javel labert irgendwas von einer Königin, der Typ von einem Ritter. Es ist hier falsch. Der Typ ist fast weg. Jedenfalls schon ziemlich weit. Okay, das war ziemlich gefährlich. Gar nicht mehr Scheiße.
steht Asgore diesmal vor der anderen. Hier, der Weg ist geschlossen. Hier haben wir einen Kühlschrank mit Fotos. Oh, Chris, if you're hungry, have yourself for anyone. Open Fridge. Eine einzige... Hier. Das Ei. Jetzt sind da zwei. Und ich guck mir mal die Fotos an. Photo of your mother and your father on their wedding day. She's holding a bucket of 7 flowers. A reindeer looking monster stands nearby in a tuxedo. They all look happy. Ich weiß jetzt nicht, wer das sein soll. Eine goldene Blume. Eine gelbe und so weiter. Bevor ich gehe... Ein Blumenstrauß. Was ist mit Asriel? Remember the video game you and Asriel used to play? What was it called? Super Smashing Battle? Smash Bros! When he was very little, he loved the green lizard from the... Yoshi! Yeah! We even had a birthday party for him themed around it. Oha! Ja, das ist echt Yoshi! LOL! Your father painted all these extra spots as decoration. Oh, your brother loved it. Until the next day, your father cooked them all for breakfast. Your brother just kept crying ever since he said it, that book about eating green eggs. Das finde ich gerade cool. Ja, ich... you have grown up so much, so nice when you will be going off to university as well. Und die Blumen. Oh, Chris, flowers for your mother? How sweet. These are from him, are they not? Well, worry not, Chris. I will find some place for them. Ja, sie wird einen guten Platz dafür finden. Aus irgendeinem Grund ist im Mülleimer eine etwas ist es etwas blumig im Mülleimer. Und jetzt... Jetzt ist da noch mehr Blume. Oh Mann, ich kann keinen Kuchen essen. Na dann... beende ich hier mal. Oha, Videospielkonsole. Kann sein, dass Asriel ein bisschen erfolgreicher ist als Chris. Ich meine, Pokale ohne Ende. Ein bisschen anders. Das ist immer noch ein Beautiful Day Outside. So. Nochmal die Ending-Szene und danach will ich nochmal kurz ein Experiment wagen. Weil das habe ich ja schon gesehen, wenn man stirbt, kann man aussuchen, ob man fortsetzen will oder nicht. Mal gucken, was passiert, wenn man auf Nein drückt und dann nicht sofort das Spiel ausschaltet. Thank you.
Totara. When the light is running low and the shadows start to grow and the places that you know seem like fantasy. There's a light inside your soul that's still shining in the cold with the truth, the promise in our hearts. Don't forget, I'm with you in the dark. To be continued in Chapter 2. Hoffentlich nicht erst in 3 Jahren, wonach es aber leider im Moment aussieht.